Herzlich willkommen zu diesem Online-Workshop, bei dem es darum geht, wie wir Planetary Health an Universitäten etablieren. Der ursprüngliche Untertitel dieser Veranstaltung war How to Wahlfach, was zwar eingängig klingt, aber die Sache eigentlich nicht ganz trifft. Denn wenn es das eigentliche Ziel ist, Planetary Health in alle Curricula zu tragen, dann müssen wir auch offen dafür sein, was in welchen Kontexten funktioniert und für welche Formate wir jeweils wo Unterstützung finden. Und deswegen haben wir heute 5 Referierende eingeladen, die Planetary Health in verschiedenen Formaten an Universitäten etabliert haben. Zum Teil als eigenständiges Wahlfach, aber zum Teil beispielsweise auch als Hybrid mit der Planetary Health Academy zusammen. Noch kurz zur Einordnung, warum wir das machen. Wir glauben, dass Planetary Health in der Form, auch in der wir es verstehen, an Universitäten ein Beitrag zur Knowledge Challenge von Planetary Health ist. Also in Bezug auf die Herausforderungen für Forschung und Informationsvermittlung, aber auch zur Implementation Challenge, also in Bezug auf die konkrete Umsetzung von Planetary Health Ansätzen. Zum einen, weil wir einen Schwerpunkt auf Transformationsaspekte in den Inhalten legen, aber auch, weil wir mit innovativen Bildungsformaten experimentieren in etablierten Systemen und Institutionen und sich viele von uns im Kontext von diesen Formaten auch darüber hinaus vernetzen und aktiv werden. Zielmarke ist ungefähr 1 Stunde und 15 Minuten insgesamt mit Beiträgen und Diskussionen. Okay, Lisa. Genau, dann hallo, ich bin Lisa aus München. Vielleicht kennt ihr mich auch schon manche von der Planetary Health Academy. Wir fangen nämlich an mit einem ersten Bericht von Paula aus München. Sie studiert dort Public Health und ist auch in der Münchner Health for Future Gruppe, unter anderem auch mit mir und Luise aktiv. Und sie hat dieses Semester eine Online-Ringvorlesung zu Klimawandel und Gesundheit als Wahlfach initiiert und dann auch eben organisiert und schon durchgeführt. Und sie kann uns da jetzt zu ihren Erfahrungen etwas berichten. Genau. Hallo auch von mir. Ich bin Paula. Ihr wisst ja schon, dass ich Public Health studiere. Ich versuche mal gerade ganz kurz meinen Bildschirm zu teilen. Ich habe nämlich eine ganz kurze Präsentation. Müsstet ihr jetzt alle sehen. Genau. Und zwar war das bei mir eigentlich auch Glück, dass ich quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil ich war nämlich schon Semestersprecherin in meinem Studiengang und wurde dann auf eine Lehrveranstaltung eingeladen, wo das Curriculum besprochen wurde, weil die das anpassen wollten. Und da wurde ich eben auch eingeladen als Vertretung für die Studierenden. Und da hat jeder vorher ein Formular zugeschickt bekommen, wo er eben Ideen, Anregungen, Änderungswünsche eintragen konnte, und da habe ich dann eben die Chance genutzt und habe halt eben das Veranstaltungsformat Klimawandel und Gesundheit eingetragen, dass wir das im Curriculum ergänzen sollten, und war dann eben auf dieser Lehrkonferenz und habe das vorgestellt, was ich mir da vorstelle, und das fanden auch ziemlich viele sehr gut. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das nicht gleich organisieren möchte, und habe eben einen Hiwi-Job, also ein paar Stunden die Woche, angeboten bekommen, und dass ich das eben gleich fürs Sommersemester organisiere. Also die Lehrkonferenz war letztes Jahr im Herbst, Spätherbst, genau, und dann, dass ich das jetzt für dieses Jahr organisiere. Und das habe ich dann eben auch über Zoom gemacht, weil ja dann eben mit Corona alles ein bisschen anders wurde. Und wie wir alle wissen, ist ja das Thema Planetary Health sehr groß, und deswegen wollte ich erstmal wissen, was die Studenten überhaupt interessiert, die Studierenden. Und habe dann eben eine Umfrage gemacht und habe also eine ganz kurze Umfrage, einfach gefragt, was für Themen sie interessiert mit einem Freifeld, an welchen Zeitpunkten sie am besten Zeit hätten, welche Wochentage, weil ich die Veranstaltung eben auch offen halten wollte, eben bewusst nicht nur für einen Studiengang, sondern eben auch für welche, die vielleicht schon berufstätig sind, die aus anderen Fakultäten und Unis kommen, weil das ja online gut möglich ist. Und dann kam, seht ihr hier so ganz grob, was für Themen da genannt wurden, eben einfach ganz viel, wie sich Krankheiten klimawandelbedingt in Zukunft weiter ausbreiten werden. Das ist wahrscheinlich auch einfach durch die aktuelle Situation bedingt, dass es sehr viele interessiert. Dann aber auch zum Thema Müll in Kliniken. Allgemein zum Zusammenhang wollten viele noch mehr wissen. Genau, und halt ganz wichtig natürlich die individuellen Handlungsfelder, also wo kann jeder Einzelne was tun, aber auf die Inhalte wollte ich jetzt auch gar nicht so weiter eingehen. Auf jeden Fall hatte ich dann eben so Themenbereiche und habe dann dazu Referentinnen, Referenten gesucht. Und teilweise kannte ich die schon einfach aus irgendwie dem Umfeld von Health for Future oder so. Und teilweise habe ich einfach gegoogelt und habe die angeschrieben. Und ich war eigentlich echt erstaunt, dass
eigentlich fast alle geantwortet haben, dass super positive Rückmeldungen kamen und eigentlich auch fast alle sogar ohne Honorar das halt machen wollten und sich da zur Verfügung gestellt hatten. Genau, und ich habe dann eben das Programm erstellt, nachdem ich auch wusste, welche Referenten zu welchen Themen wann was sagen können. Und dann ist eben wichtig, dass man natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit macht, dass man irgendwie einen Flyer erstellt, dass man, ja genau, hier seht ihr ungefähr, wie das bei mir aussah. Also auch ein E-Mail-Newsletter hatten wir dann gemacht und den habe ich dann einfach immer an die Studienkoordinatoren von dem Master Public Health, EPI und den Medizinstudiengängen von der LMU geschickt und auch an die Doktoranden ging das, glaube ich. Genau, und dann auch noch ein bisschen über Social Media, aber da hatten wir jetzt gar nicht so viel Werbung gemacht, weil einfach nicht mehr so viel Zeit war. Genau, und das war so, wie das quasi losging. Dann hatten wir zum Glück auch schon die Möglichkeit, dass wir das für die Masterstudiengänge als Wahlfach anbieten. Das hat dann noch geklappt, in dem Prüfungsausschuss zu verankern vorher. Das heißt, die können es mit 3 ECTS belegen und eben ein Essay und eine Präsentation quasi halten und ein Essay schreiben. Genau, und jetzt noch ganz kurz zum Ausblick und zur weiteren Verankerung. Also es ist eben natürlich wichtig, dass man irgendwie einen roten Faden hat, weil es hat jetzt bei dem, wie ich es diesen Sommersemester gemacht habe, noch so ein bisschen gefehlt. Es waren eher so viele Einzelveranstaltungen, was auch super interessant war, aber es ist ja schon wichtig oder gut, wenn man so ein Ziel hat. Und dafür ist es jetzt eben noch wichtig, dass wir quasi an dem Konzept noch weiterschreiben. Und genau darüber, da rein müssen halt eben Lernziele, was für Lernmethoden und Lehrmethoden möchte man anwenden, was für einen Inhalt, eben der rote Faden, was für Prüfungsleistungen kann man anbieten und was für einen Arbeitsaufwand hat es ungefähr. Und dass man dann eben versucht, das in die thematischen Bereiche von den Studiengängen einzubetten. Also jetzt bei mir wird es erstmal in die Masterstudiengänge eben Public Health und Epidemiologie sein. Genau, und für Medizin muss man dann gucken. Da ist jetzt die Planung, dass man das eben als Wahlfach anrechnen lassen kann, weil das konnten die Medizinstudenten bisher noch nicht. Und da hatte ich dann einfach auch an den Prüfungsausschuss geschrieben von den Medizinstudenten LMU. Und die waren da eigentlich auch relativ offen. Und da muss ich jetzt auch einfach so ein Antragsformular abschicken. Genau, und das weiß ich jetzt aber noch nicht genau, ob das klappt. Und genau, in den Masterstudiengängen soll es dann sogar auch als Pflichtfach ins Curriculum mit aufgenommen werden, weil die das jetzt halt eh verändern wollten. Also da hatte ich halt, wie gesagt, einfach Glück, dass ich da zur richtigen Zeit davon erfahren habe, dass sie das ändern möchten. Genau, also das war jetzt ganz grob von mir. Ich habe auch nochmal hier meine Kontaktdaten, falls jemand Interesse hat, da irgendwie noch mehr zu erfahren, was ich da schon für Materialien habe oder die Referentenliste oder was auch immer. Aber ihr hört jetzt ja auch gleich noch ein paar andere Beispiele, wie das auch klappen könnte. Genau, vielen Dank. Ja, danke dir für den Bericht. Also es ist ja auch total spannend, dass du halt sagst, klar, das war jetzt Glück, dass sich da irgendwie so ein Zeitfenster angeboten hat, aber man muss das halt irgendwie auch zum einen natürlich erkennen, dass es da dieses Zeitfenster gibt und dann auch irgendwie den Mut haben, da auch hinzugehen und zu sagen, Moment, ihr sucht was, ich kann euch das bieten, auch wenn ich das davor vielleicht noch nie gemacht habe, dass man sich dann einfach traut. Und was ich auch cool fand, war, dass du ja gesagt hast, dass du selber überrascht warst, wie viele Referenten und Referentinnen dann einfach Ja gesagt haben oder geantwortet haben. Also meistens fühlt es sich wahrscheinlich vorher nach so einer riesen unmöglichen Aufgabe an, bis man sich dann halt mal traut, die Stück für Stück anzunehmen irgendwie. Genau, also kann ich nur jeden motivieren. Und das Interesse ist auf jeden Fall riesig, weil bei so normalen Wahlfach hatte ich gedacht, es melden sich vielleicht so 30, 40, 50 Leute an und es waren dann echt auch knapp 200 Anmeldungen. Also das Interesse ist auf jeden Fall echt sehr groß. Krass. Und das ist ja für einen kleinen Studiengang ja eigentlich auch cool. Ja. Ja, dann wechseln wir jetzt ein bisschen die Perspektive. Und zwar hören wir als nächstes einen Bericht aus der lehrenden Perspektive. Michael Eiching aus Mannheim ist Kinderarzt in Ausbildung. Und macht im Rahmen eines Fellowships, beschäftigt er sich mit der Etablierung von Planetary Health an der Universität dort. Und er würde jetzt von der anderen Perspektive mal berichten, was es da so für ihn bei der Aufstellung und Organisation alles zu beachten gab. Ja, hallo. Auch von herzliches Hallo von meiner Seite. Ich würde mal versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Seht ihr die erste Seite? Ja, okay. Genau. Ich wollte ein bisschen was erzählen zu dem Wahlfach, das wir gerade in Mannheim entwickeln. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Geld eingeworben bei der Baden-Württemberg-Stiftung, weil ich irgendwie gedacht habe, dass das komplett fehlt in Mannheim an der medizinischen Fakultät. Genau im Rahmen des Fellowships entwickeln wir gerade das Wahlfach. Es geht um die Klimakrise und Gesundheit, medizinische Hochschullehre für die große Transformation.
Ist ein klinisches Wahlfach, das heißt, es ist offen für alle Medizinstudierenden der Fakultät vom 3. bis zum 5. Studienjahr. Und ich will ein bisschen was am Anfang erzählen zu den Inhalten und dann auch so ein paar Details noch, auf was wir besonders achten mussten, wie wir das Ganze organisatorisch aufgesetzt haben. Genau. Zum einen geht es bei uns um Wissen, eben gesundheitliche Auswirkungen der Klimakrise. Das wird aber nur einen kleinen Teil des Wahlfachs eigentlich einnehmen. Großteil des Wahlfachs werden wir uns nämlich mit Kompetenzen beschäftigen. Das heißt, wir werden uns gemeinsam anschauen, wie wir eine Geschichte von Wandel erzählen können, welche Transformationskonzepte es dafür gibt, die wir für solche Geschichten eben verwenden können, wie wir diese Geschichten auch kommunizieren, wie wir letztendlich sowas wie ein bisschen Uwe Schneiderwind spricht immer von Zukunftskunst auch vermitteln, quasi proaktiv mit einer positiven Herangehensweise uns dem Wandel widmen. Das wird so ein Schwerpunkt sein. Und dann werden wir uns auch sehr stark mit uns selbst beschäftigen, nämlich mit eigenen Haltungen, Wertvorstellungen, was es bedeutet, letztendlich zum Wandel beizutragen. Was wir auch versuchen werden, das wird ein bisschen schwieriger durch Corona, aber dass wir Praxisbeispiele einbinden. Ursprünglich wollten wir eben auch ein, zwei Leute nochmal reinholen von außen, die irgendwie komplett aus der Praxis kommen und irgendein transformatives Projekt umsetzen, sei es jetzt in der Kommunalverwaltung oder irgendwo anders. Das werden wir jetzt versuchen, halt mit Zoom die Leute einzubinden. Jeder Studierende hat als Prüfungsleistung, oder in Kleingruppen müssen sie sich ein Praxisprojekt überlegen, irgendwas Transformatives, und dazu eben auch ein Essay schreiben. Das sind letztendlich die Prüfungsleistungen, die sie erfüllen müssen, damit sie den Schein bekommen. Insgesamt sind das bei uns 28 Unterrichtseinheiten, fix vorgegeben durchs Curriculum. Da ist ein starres Korsett, da können wir nichts dran ändern. Wir machen das als Blocklehrveranstaltung, 3 Tage hintereinander, um wirklich intensiv miteinander arbeiten zu können. Und dann nochmal 2x2 Unterrichtseinheiten während des Semesters. Und dazwischen haben die Studierenden eben Zeit, an ihren Projekten zu arbeiten. Und einmal die 2 Stunden dann dazu da sein, so ein bisschen gemeinsam zu überlegen, wie es denn mit Projekten vorangeht, ob es Probleme gibt. Und am Ende dann eben so eine Abschlusspräsentation von jeder Kleingruppe. Maximal 16 Leute können teilnehmen. Wir sind auch ausgebucht. In der Studienkommission haben gemeint, die Professoren, dass das wohl nichts werden würde. Das war aber auch bei uns eigentlich relativ problemlos möglich, die 16 Plätze zu füllen. Genau, was hatten wir an formalen Dingen zu berücksichtigen? In Mannheim ist das doch eher zentral von meinem Dafürhalten her, dass das eher auf Lehrenden gesteuert ist häufig. Das heißt, dass es bei uns irgendwie immer einen Lehrenden braucht, der das sich auch irgendwie auf die Fahnen heftet. Bin total froh zu hören, dass es an manchen Fakultäten auch anders ist, dass auch Studierende hier proaktiver sein können. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, eine Studie, einen Steckbrief eben, um das Ganze in die Studienkommission zu bringen. Wir haben relativ frühzeitig versucht, das Studiendekanat einzubinden und die Fachschaft, dass alle mitdiskutieren können. Das Ganze ist durch die Studienkommission gegangen, wir haben das dort präsentieren müssen und hatten dann so eine Viertelstunde Q&A, wo sie uns gelöchert haben, was das Ganze denn bringen soll und warum das interessant sein soll. Dann ging es um die Werbung, da haben wir relativ viel gemacht. Wir hatten die ganzen Kanäle der Fakultät verwendet, E-Mail-Newsletter der Fakultät, auf die Website der Fakultät war es gestanden. Moodle hat es einen Link dazu gegeben, wir haben ein Video gedreht. Genau, die Fachschaft hat es auch verschickt über ihre Kanäle, Social-Media-Plattformen. Genau, und dann ging es um die Anmeldung. Jetzt sind wir gerade dabei, organisatorisch und inhaltlich uns um die Detailplanung zu kümmern. Wir haben angefangen, letzten Dezember den Modulstreckbrief zu erstellen. Studienkommissionssitzung war dann im Februar, glaube ich. Und das erste Mal abhalten werden wir es im September, Anfang des Wintersemesters. Nächste Schritte, der zweite Durchgang ist in Planung. Also wir werden, das ist geplant, dass wir es einmal im Semester jetzt abhalten. Wir sind dabei, einzelne Lehreinheiten zu gucken, ob wir das nicht irgendwie im Kerncurriculum unterbringen. Ich bin am Institut für Public Health beschäftigt unter anderem und wir verantworten hier die Lehre für Allgemeinmedizin, Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie und über das versuchen wir, das ins Kerncurriculum für alle reinzubringen. Fernziel wäre sowas wie eine Neigungsorientierung, dass man sich wirklich einen Schwerpunkt legen kann in Mannheim auf das Thema Planetary Health, was uns ein ganzes Studium lang begleitet über 6 Jahre. Das ist aber sicher was 3, 4, 5 Jahre dauern wird und viel Überzeugungsarbeit auf Seiten der Fakultät.
Und wir wollen gucken nach dem Wahlfach, wie es denn mit extracurricularen Formaten weitergehen kann, ob sich nicht aus der Gruppe der Studierenden, die teilnehmen, auch noch andere Ideen entwickeln, wie man Planetary Health außerhalb des Curriculums verankern kann in Mannheim. Und um was wir uns zusätzlich noch kümmern, ist, was wir gucken wollen, eine stärkere Vernetzung hinbekommen im Bereich Planetary Health Education und Begleitforschung im Rahmen des Fellowships fangen wir da mal an und sind gespannt, was sich da vielleicht auf nationaler Ebene auch etablieren kann. Genau. Vielen Dank. Und für weitere Fragen, man kann mich googeln und dann findet man sofort meine E-Mail-Adresse. Vielen Dank. Ja, super, vielen Dank dir. Also es ist wirklich auch interessant zu sehen, eben wie langsam vielleicht auch manchmal die Mühlen dann mahlen. Also wenn du sagst, ihr seid seit 10 Monaten daran, bis zu organisieren, aber andererseits, wenn es dann halt mal etabliert ist, dann kann man halt direkt auch, wenn ihr da schon plant, was vielleicht in 3 bis 5 Jahren noch möglich wäre, einfach groß und visionär und langfristig irgendwie denken, wenn man da einmal Fuß in der Tür hat. So, genau. Und auch interessant, die Parallele zur Planetary Health Academy, auch so aus diesem 3-Schritt aus wissenschaftlichen Grundlagen, transdisziplinäre Perspektiven und dann Transformations- und Praxisbeispiele. Jetzt kommen wir zu 2 Beispielen, die Hybridformate sind aus der Planetary Health Academy und spezifischen Anforderungen der jeweiligen Universität. Und das war ganz interessant auch für uns zu sehen, wie kurzfristig doch einige Sachen möglich waren. Also die Planetary Health Academy selber haben wir im Prinzip innerhalb von 1 Monat organisiert. Und dann auch die Anerkennung an den Universitäten ging einfach auch sehr schnell dann eben auf Initiative von den Studierenden bei uns im Netzwerk. Und da hat sich auch einfach die Stärke von dem Netzwerk gezeigt. Und das erste Beispiel wird euch Hanna aus Freiburg vorstellen, wo die Planetary Health Academy als als klinisches Wahlfach im Bereich Allgemeinmedizin anerkannt ist. Ja, genau. Danke. Also wir haben das wirklich erst Anfang Mai überhaupt erst angefangen, da in Mailkontakt mit Leuten zu treten. Wir hatten vorher schon eine Arbeitsgruppe, die das Ziel hat, eben Planetary Health in den Bereich Lehre und Forschung hier einzubringen. Das heißt, die Motivation bei uns war ziemlich groß, das zu machen. Und die haben ein ähnliches Vorgehen wie das, was Paula vorhin beschrieben hat, dass sie eben eine Umfrage machen und so weiter. Und dann kam die Planetary Health Academy und die konkrete Idee, das als Wahlfach anerkennen zu lassen. Da waren wir auch in Kontakt mit Lea, die gleich noch sprechen wird, aus Aachen. Haben eine Mailvorlage von ihr bekommen, die wir umformuliert haben und einfach auch sehr breit hier in Freiburg an allen Studiengängen und Ausbildungszweigen, die mit Gesundheit zu tun haben, die Planetary Health Academy eben beworben. Genau, also der erste Schritt, wir sind hier recht gut, also Health for Future Freiburg ist gut verknüpft mit der Fachschaft Medizin und wir hatten das so strategisch für sinnvoll gehalten, über die Fachschaft das Studiendekanat zu kontaktieren, weil die wiederum eine gute Verbindung haben und Mails eher gelesen werden von Leuten, die schon bekannt sind. Und haben eben über den Weg das Studiendekanat gefragt nach der Möglichkeit, das zu bewerben und als klinisches Wahlfach anerkennen zu lassen und haben dabei auch schon darauf verweisen können. Ich glaube, das war auch hilfreich, dass es in Aachen schon möglich war. Und haben da jeweils einfach kurze Mails geschrieben mit längeren Erklärungen unterhalb der Mail, woraufhin aber gleich vom Studiendekanat eine Absage kam, weil die Leiterin des Studiendekanats das für zu politisch hielt. Da haben wir dann wieder über die Fachschaft geantwortet, dass wir das nicht so sehen und eben darauf verwiesen, dass es irgendwie wissenschaftlich ausgerichtet ist, sowohl die KLUG als auch die Planetary Health Academy selbst. Auch darauf verweisen können, dass unser Studiendekan bei einer Vorlesung von Eckhard von Hirschhausen gewesen war. Genau, aber parallel haben wir dann, weil wir dachten, dass das wahrscheinlich eher nicht funktioniert, noch den Weg andersrum versucht zu gehen. Und zwar haben wir einen Professor, der hier im Bereich Global Health arbeitet, der mal bei Health for Future im Plenum war, einfach gefragt, ob er von jemandem weiß, der oder die das als der Verantwortliche betreuen könnte. Und da haben wir in der Allgemeinmedizin eben eine Lehrbeauftragte gefunden, die wahnsinnig engagiert ist, sehr motiviert für dieses Thema
und so ganz kurzerhand einfach zugesagt hat. Irgendwie an einem Samstag haben wir mit ihr telefoniert und meinte, ja klar, können wir machen. Dann haben wir wieder eben das, also direkt das Studiendekanat kontaktiert und mit dieser Zusage von der Lehrbeauftragten waren die dann einverstanden, das zu machen. Und das war dann irgendwie der Montag vor der ersten Planetary Health Academy. Wir haben noch angeboten, dass wir eben das bewerben. Insofern musste sich die Fakultät wirklich um eigentlich gar nichts kümmern, außer uns und der Lehrbeauftragten in der Allgemeinmedizin hatte da eigentlich niemand Arbeit mit. Und das war irgendwie sehr schnell und informell so möglich. Aber es hing, so wie es eben in Mannheim auch, eher an der Lehrbeauftragten als an uns letztlich. Genau. Dann haben wir noch, also dann hatten wir einen unheimlichen, also unheimliches Interesse dran. Wir haben über 60 Mails in 2 Wochen gekriegt mit Interessierten an dem Wahlfach. Und hatten erst gar nicht so über Begrenzung von TeilnehmerInnenzahl gesprochen. Mit Rücksprache eben dann mit der Lehrbeauftragten haben wir das, wollte sie es beschränken, dann haben wir noch angeboten, dass jemand auch aus dem Heart for Future Netzwerk in Freiburg, der sein Studium abgeschlossen hat, also Arzt ist und noch irgendwie mit Umweltphysik auch einen Abschluss hat, sich ehrenamtlich sozusagen diese Lehrbeauftragte unterstützt in der, also in dem Ablauf des Wahlfachs. Und damit konnten wir dann auf 50 die Teilnehmerzahl erhöhen. Genau, und die Bedingungen jetzt für das Wahlfach, so wie es jetzt steht, sind eben, dass man das Teilnehmerzertifikat von der Planetary Health Academy vorweisen kann. Das ist super wichtig, einfach weil sonst ja hier die Allgemeinmedizin nicht weiß, was, also keine Möglichkeit das hat, das sonst zu überprüfen, die Anwesenheit. Und darüber hinaus muss ein Wahlfach hier benotet werden. Deswegen braucht es irgendeine Form von Abschlussarbeiten. Und da haben wir uns jetzt auch dafür eingesetzt, dass das eher, also dass das relativ flexibel möglich ist, was da gemacht wird als Abschlussarbeit. Also nicht irgendwie ein Protokoll oder ein Essay sein muss, sondern auch Projektideen eingebracht werden können. Die werden dann in Seminaren besprochen und durchgeführt. Also wir haben bisher zum Beispiel so coole Ideen wie ein Song und vielleicht sogar ein Video dann dazu zu Planetary Health oder eine Gruppe, die machen Anamnese-Gruppen, so wo man, wo die üben wollen, wie man eine Klimasprechstunde hält und so, also dass wir sozusagen das Transformative noch mitgenommen haben für die Abschlussarbeiten davon. Genau. Ja, interessant, mit welcher Flexibilität ihr vorgegangen seid, aber auch welche Flexibilität dann euch auch ermöglicht wird und gerade mit den, ja, mit der, ja, mit den spannenden Prüfungsleistungen, die da möglich sind. Und auch interessant, ja, dass es vielleicht erst als zu politisch wahrgenommen wurde. Auch interessante Frage, ob das dann sozusagen Kritik oder Kompliment ist in dem Kontext. Aber ja, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, als nächstes wird Lea berichten aus Aachen, wo die Planetary Health Academy als Veranstaltung im Qualifikationsprofil Public Health des Modellstudiengangs Medizin anerkannt wird. Genau, ich versuche gerade noch meinen Bildschirm zu teilen. Kann man das sehen? Okay, sehr gut. Genau, ich bin bei Health for Future in Aachen und wir sind tatsächlich ein Fachschaftsprojekt von der medizinischen Fachschaft, haben aber ansonsten mit dem Studiengang, außer dass wir die meisten von uns eben noch Medizin studieren, nicht so viel zu tun gehabt bis jetzt. Jetzt geht's weiter. Genau, und da wir auch Modellstudiengang sind, wollte ich einmal ganz kurz für die, die das Konzept nicht so kennen, beziehungsweise ist das auch in jeder Stadt anders, kurz erklären, wie der Studiengang aufgebaut ist, weil die Lage mit den Wahlfächern so ein bisschen anders ist als in den Regelstudiengängen. Wir sind in Systemblöcken organisiert. Das ist anfangs, also auch nicht vorklinisch klinisch wirklich aufgeteilt, sondern anfangs sind diese Systemblöcke eben organbezogen, also zum Beispiel Herz-Kreislauf oder Nervensystem. Und dann später nach der Zwischenprüfung, die so ein bisschen das Äquivalent zum Physikum ist,
geht es mit klinischen Blöcken weiter, zum Beispiel Altersmedizin oder auch Global und Public Health. Da komme ich auch gleich nochmal zu, warum das für uns relevant ist. Und dann gibt es eben sogenannte Qualifikationsprofile, die ab dem vierten Semester gewählt werden können, relativ frei. Man muss nur eine bestimmte Anzahl an Credit Points bis zum Ende vom Studium vorweisen können. Die Profile selbst sind thematisch sortiert und setzen sich dann zusammen aus verschiedenen Veranstaltungen. Also es geht von Ringvorlesungen bis zu Skills-Trainings. Also sehr unterschiedlich und die sind eben zusammengefasst in diesen Qualifikationsprofilen. Und bei uns, Hanna hat es gerade schon gesagt, war das ähnlich kurzfristig, nämlich nur ein paar Tage vorher, dass wir versucht haben, die Planetary Health Academy eben als Veranstaltung in so einem Qualifikationsprofil anerkennen zu lassen, weil wir das Format total gut fanden und uns überlegt haben, dass er nicht viel Arbeit von Seiten des Studiengangs ist, weil zum Beispiel das Teilnehmerzertifikat ja von der TUC ausgestellt wird und dass es natürlich schön wäre und auch ja förderlich für die Werbung, wenn man sagen kann, dass es eben auch anerkennbar ist. Wir haben dann mit der angesprochenen E-Mail die Koordinatorin dieser Qualifikationsprofile kontaktiert und haben auch relativ schnell eine sehr begeisterte Rückmeldung bekommen, allerdings mit der Nachfrage, wie das denn alles laufen soll, also wer sich darum kümmert, weil sie das eben nur koordiniert und nicht für die einzelnen Profile verantwortlich ist. Und gleichzeitig den Vorschlag bekommen bzw. gemacht, dass das unter der Schirmherrschaft vom Qualifikationsprofil Public Health laufen könnte. Das sind meistens DozentInnen oder Beschäftigte am Institut für Arbeitssozial- und Umweltmedizin von der Uniklinik. Und da hatten wir tatsächlich auch schon mehrmals Kontakt zu einzelnen Personen, die eben unsere Aktionen unterstützt haben oder auch ähnliche Projekte, die es schon gibt, also Ringvorlesungen zu Public Health schon unterstützt haben. Und dadurch, dass wir auch eben relativ jung sind in Aachen oder waren zu dem Zeitpunkt, waren die dadurch auch auf uns aufmerksam geworden. Und letztendlich haben wir das dann so geregelt, dass wir den Verteiler nutzen durften an alle Studierenden des Modellstudiengangs Medizin, obwohl die eigentliche Wahl dieser Qualifikationsprofile, die am Anfang des Semesters stattfindet, schon komplett abgeschlossen war. Es war auch Kulanz vom Studiengang, was uns natürlich auch gefreut hat. Und die InteressentInnen konnten sich dann per Mail einfach anmelden. Und die Voraussetzungen dafür, dass eben man zum Schluss die Punkte bekommt, waren einerseits natürlich der Teilnahmenachweis über das Zertifikat der Planetary Health Academy und auch, weil bei uns eben die Wahlfächer auch benotet werden müssen. Die Noten sind im Prinzip irrelevant, aber es muss Noten geben. Und deswegen haben wir uns auf einen ganz kurzen Leistungsnachweis in Form eines Protokolls oder Essays geeinigt. Ganz kurz heißt eine Seite, darf natürlich auch mehr sein, aber muss auch natürlich korrigiert werden. Und ansonsten das inhaltlich, also welche Aspekte der Vorlesung aufgegriffen werden oder welche Vorlesung überhaupt ausgewählt wird oder welches Thema, das komplett offen gelassen eigentlich. Und waren dann auch positiv überrascht über den Anklang, den die Academy gefunden hat, weil wir nämlich innerhalb kürzester Zeit über 60 Anmeldungen auch hatten. Wir warten das Ende der Academy ab, um dann zu schauen, wie viele Essays und Protokolle tatsächlich eintrudeln. Aber wir eben auch angeboten hatten, dem Herrn, der das verantwortet, dass wir ihn unterstützen könnten bei der Sichtung dieser Essays. Aber das sollte eigentlich auch, weil das nicht so ein großer Umfang ist, ganz gut machbar sein. Und jetzt habe ich noch einen ganz kurzen Ausblick, wie wir so gerne weitermachen würden. Es gibt, und das ist uns, weil wir auch meistens aus niedrigeren Semestern sind, auch kürzlich erst aufgefallen, es gibt eine Seminarreihe im Kurs Public and Global Health, der im 10. Semester eine Pflichtveranstaltung ist.
Und in dieser Seminarreihe werden von Gruppen verschiedene Referate erstellt. Und dieses Jahr tatsächlich war ein Referatsthema Klimawandel und Gesundheit. Und das ist natürlich, wäre eine ganz schöne Möglichkeit für uns, um da anzuknüpfen, eventuell in diesem Kurs die Seminarreihe noch auszubauen, beziehungsweise eine eigene Veranstaltung einzubringen, aber natürlich auch bei diesen Qualifikationsprofilen noch ein bisschen zu schauen, ob wir ein eigenes etablieren oder in Kooperation mit einem schon bestehenden eben weitere Veranstaltungen anbieten, zum Beispiel in Form von Vorlesungen, aber gerne auch Workshops oder Arbeitskreise, wo dann kreativ und transformativ auch gehandelt wird, dass es nicht so Frontalveranstaltungen sind. Da ist natürlich immer die Frage, wie man so innovative Formate dann anerkennen lassen kann, aber da wird sich sicher einiges machen lassen in Zukunft. Und wie man vielleicht auch ganz schön gesehen hat, an dem, was Hanna vorhin gesagt hat, hilft natürlich auch die Vernetzung der einzelnen Ortsgruppen von Health for Future und generell der Fachschaften und Studiengänge untereinander immens weiter, um solche Konzepte zu erarbeiten und zu sehen, was hat in anderen an anderen Unis schon geklappt, was könnten wir vielleicht machen. Und auch natürlich wir haben zum Beispiel in Aachen Logopädie-Studiengang, den wir die Academy weitergeleitet hatten und die das auch über ihre Verteiler geschickt hatten, genauso wie die Schule für Physiotherapie zum Beispiel. Meines Wissens haben die das noch nicht irgendwie, also ist es bei denen nicht anerkennbar bis jetzt, aber das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, zukünftige Veranstaltungen eben auch für andere Studierende zu öffnen, was ja schön ist, weil wir den transdisziplinären Ansatz natürlich brauchen, um bei dem Thema irgendwie was zu erreichen und auch sinnvoll weiterzuarbeiten. Dankeschön. Danke, Lea. Und auch danke für deine Initiativen da, was die Vernetzungsarbeit angeht. Also in dem Kontext und auch in einem anderen Kontext bei Health for Future. Ja, und irgendwie total schön, jetzt in den beiden Beispielen zu sehen, also zum einen, wie spontan einfach das alles noch möglich war. Also meistens lässt man sich ja irgendwie so ein bisschen abschrecken von irgendwelchen Deadlines an den Universitäten oder so. Aber es ist ja dann irgendwie toll zu sehen, dass halt dann doch halt die Entscheidungsträger sehen, dass da halt irgendwie voll viel Herzblut dahinter steckt und wirkliches Interesse. Und dass dann auch andererseits so spontan sich so viele Studierende dafür interessiert haben. Also an beiden Unis 60 Stück, das ist ja irgendwie schon richtig viel. Also damit hätte ich jetzt persönlich gar nicht gerechnet, dass da so viel direkt zusammenkommt. Also richtig schöne Beispiele. Also das waren jetzt auch irgendwie eher Beispiele, die in so direktem Zusammenarbeit mit der Lehre stattgefunden haben. Uns ist aber auch wichtig zu zeigen, dass das nicht sein muss. Also zum einen kann es nicht immer sein, weil halt eben die Regularien zu streng sind. Zum anderen, manchmal will man vielleicht auch außeruniversitäre oder nicht direkt an die Uni verknüpfte Sachen aufbauen und kann dann da vielleicht auch ein bisschen kreativer oder freier oder sowas arbeiten. Und deswegen berichtet nämlich jetzt noch Luise aus München, weil wir hatten nämlich das Problem, dass wir das nicht hinbekommen haben, so schnell ein Wahlfach auf die Beine zu stellen und haben uns dann eben was anderes überlegt. Genau, also mein Vortrag kommt jetzt ganz zum Schluss, denn der steht unter dem Titel, was ihr macht, wenn gar nichts geht von den tollen Sachen, die ihr eben gehört habt. Lisa und ich sind ja eben aus München, wie ihr jetzt schon unschwer wisst. Bei uns gab es die Initialzündung der Gruppe letztes Frühjahr bei einer Mahnwache. Das haben wir dann noch öfter veranstaltet und waren dann auch schon bald in den Kleidungen auf Fridays for Future Demos dabei. Und unser Ausgangspunkt als Gruppe war, dass wir vorrangig Medizinstudierende waren und dann gemerkt haben, okay, bei uns an der TU am rechts der Isar gibt es eigentlich weder Lehre noch irgendwelche Angebote richtig an der Uni oder am Klinikum. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das ändern? Und das Problem an der TU ist, dass man nicht einfach ein Wahlfach von jetzt auf gleich etablieren kann. Das ist bestimmt unispezifisch, manchmal ähnlich, manchmal anders. Bei uns muss es halt erst dreimal als fakultative Lehrveranstaltung stattgefunden haben und kann dann Wahlfach werden. Also es ist erstmal schon ziemlich langwierig. Und zudem waren wir als Studenten auch noch in einer relativ gestützt hätte. Genau, und dann haben wir uns gedacht, okay, wir können aber wenigstens eine Veranstaltung selber machen, einen Vortrag und genau.
haben dann überlegt, was wollen wir davon, was wollen wir damit? Also erstmal den Inhalt, wen wollen wir damit erreichen, ansprechen und wen wollen wir gerne als Speaker haben. Und dann haben wir halt dieses schöne Plakat gemacht, die Werbung, die Michael für sein Seminar gemacht hat, war natürlich sehr advanced mit dem Video. Wir waren schon stolz auf unser Plakat. Und genau, wir haben uns dann für einen Dreischritt entschieden aus einem Basisvortrag, wo wir dann einfach sozusagen was präsentieren und halt noch vertiefenden Seminaren für Leute, die schon mehr wissen und mehr Interesse haben. Und dann hatten wir eben für diesen Startvortrag drei ganz tolle SprecherInnen, die ihr wahrscheinlich auch schon kennt durch die Planetary Health Academy. Und dann haben wir nach ganz viel Werbung es tatsächlich auch geschafft, unseren ganz großen Hörsaal zu füllen, worüber wir dann auch sehr froh waren, dass tatsächlich so viel Interesse besteht. Und genau, das ist einfach noch ein Bild von den Workshops, die danach stattgefunden haben, wo wir dann in kleinerer Runde waren und schon Ideen entwickelt haben, was wir bei uns am Klinikum gerne umsetzen wollten. Genau. Einmal dazu, wenn man so einen Vortrag macht, einfach beispielsweise hier ein paar Kontakte, Werbung, woran sollte man denken? Wir haben natürlich ganz engen Kontakt zur Fachschaft, dadurch haben wir Möglichkeiten, Räume zu buchen, sind halt legitimiert, können das über die Social-Media-Kanäle teilen. Wichtig ist halt auch die Uni-Website, Klinikverteiler, einfach wirklich alles nutzen, was es gibt. Denn es ist auch schade, jemanden zu vergessen, der dann nachher sagt, wäre aber interessant gewesen. Also zum Beispiel, wir haben auch andere Institutionen am Klinikum, wie zum Beispiel das Global Health Center bei uns, sozusagen als Co-Veranstalter dabei gehabt. Dann natürlich auch noch, um die lokale Reichweite zu erhöhen, die anderen FFFs und unser Social Media, die aktiven Verteiler. Also wer dazu gerne eine eigene Beratung haben will, da können wir euch gerne was eingehend unterstützen. Als nächsten Punkt, es muss nicht immer was sein, dass man selber vielleicht so eine große Veranstaltung organisiert, sondern man kann auch welche nutzen, die von externen veranstaltet werden. Zum Beispiel war das bei uns die Public Climate School der Students for Future, die wir dann halt bei uns bewerben konnten. Und das war tatsächlich bei uns auch so ein Argument, dass wir bei unseren Professoren kurz in der Vorlesung davor sprechen durften und darauf aufmerksam machen durften. Denn bei uns war auch das Problem, dass es denen zu politisch war. Aber als wir gesagt haben, okay, das findet gerade deutschlandweit statt, dürfen wir das bitte kurz vorstellen, ging das dann irgendwie? Genau. Und der Endpunkt oder beziehungsweise die Entwicklung von dem Ganzen war dann, dass so im Rahmen, ich glaube, es war im Laufe eines halben Jahres, wir dann echt mit einigen Professoren ins Gespräch gekommen sind, also für Prävention, Umweltmedizin, und haben dann auch mit unserer Professorin für Umweltmedizin zusammengesetzt und ein Wahlfach entwickelt. Wir waren auch mit unserem Studiendekan im Gespräch, weil wir gerne natürlich Lernziele implementieren würden. Und das war irgendwie ein ganz toller Schritt für uns. Das sieht man hier, das durften wir dann tatsächlich auf der Sitzung unserer Curriculumskommission vorstellen, also da, wo überlegt wird, welche neuen Dinge man mit in unsere Ausbildung reinnimmt. Und das war für uns schon ein richtig guter Schritt. Genau, und da sind wir eigentlich gerade. Jetzt noch kurz zusammenfassend ein bisschen was wir gelernt haben, halt rund um die Orga einer solchen Veranstaltung, ist erstmal, man sollte den Zeitpunkt sehr gut wählen, dass auch alle Leute die Lust haben können, dass keine Konkurrenzveranstaltungen sind. Gut ist es, möglichst viele Verbündete zu finden, dass man innerhalb des Klinikums Allianzen schmieden kann, also dass wir nicht nur allein als Studierende treten. Da haben wir zum Beispiel den Christian Schulz als aus ärztlicher Perspektive gefunden, der auch schon eine Gruppe hatte. Das heißt, wir waren schon mal stärker aufgestellt. Wichtig ist es, die Werbung möglichst breit zu streuen. Es ist total gut, wenn man dann jemanden hat, der irgendwie lokal vielleicht schon ein bisschen bekannter ist, wo die Leute denken, oh, da hätten sie mal Lust, den zu hören. Es ist aber auch sehr gut, Speaker aus dem eigenen Klinikum zu haben, weil das natürlich auch irgendwie akzeptierter ist, wenn nicht immer nur von extern welche kommen. Und dann vielleicht auch das Interesse nochmal höher. Genau, und es ist auch sehr gut, keinen zu vergessen bei der Werbung, denn manchmal sind es Leute vielleicht etwas traurig. Genau, und dann, wenn ihr das gemacht habt, einfach darauf aufbauen, denn es ist richtig cool, man
vernetzt sich durch die Organisation schon und dann kommen wirklich wieder viele Leute auf einen zu, die dadurch aufmerksam geworden sind und dann kann man darauf aufbauen. Und genau, bei uns ist es immer so, wenn man sich was wünscht aus Studierendensicht, passiert erstmal ganz lange nichts, denn die Dekane haben ihre eigenen Ziele, wo sie hinwollen mit der Lehre. Aber wenn man halt selber sich was ausdenkt und erstmal zeigt, dass da das Interesse da ist und dass man eine coole Idee hat, dann kann sich daraus ziemlich schnell was entwickeln. Genau, und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, denn wir dachten auch erst, boah, das ist schon eigentlich auch eine große Sache, aber das funktioniert dann irgendwie doch ganz gut und gibt irgendwie sehr viel positiven Auftrieb. Genau, danke fürs Zuhören. Danke, Luise. Nach den Inputs und bevor wir jetzt in die Diskussion gehen, ich habe es gerade auch schon erwähnt, also dass die Planet Health Academy für uns auch sehr kurzfristig organisiert wurde und auch ein großes Experiment war, aber das ganz gut funktioniert hat und auch die Experimente hier im Netzwerk auch gut funktionieren. Und Martin wird jetzt auch noch kurz Worte geben, vielleicht auch einen Ausblick, so wie wir aktuell darauf blicken, auf das Thema Bildung und was das für uns im Netzwerk bedeutet. Ja, also vielen Dank für die Beiträge und Luise, Lisa und ich und Claudi waren ja ungefähr vor einem Jahr, hatten wir unsere ersten Treffen, um zu überlegen, wie wir dieses Thema größer machen können an Universitäten. Da waren wir auch schon im Gespräch mit Michael Eichinger. Wenn ich jetzt zurückschaue auf das Jahr, was er uns vorgestellt hat, dann it is blowing my mind. Es ist viel weiter und viel toller als das, was wir uns hier hatten vorstellen können. Das ist wirklich begeisternd. Und ich glaube, ich will eigentlich zwei Sachen dazu sagen. Das zeigt, dass im Moment ein Gelegenheitsfenster ist. Der Herr Wessner würde sagen, das ist ein Beispiel für Häufigkeitsverdichtung praktisch live, die da jetzt stattfindet. Und das erinnert mich auch an ein Zitat von einem französischen Romanautor, Victor Hugo, der hat mal gesagt, es ist nichts machtvoller als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ich denke, Planetary Health und transformativer Wandel ist eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Deswegen ist es wichtig, mutig zu sein, aber auch zu trauen, dass die Wellen in diesem Mut tragen. Von mir nur ein paar Anmerkungen noch dazu. Ich glaube, das Ziel ist ja insgesamt, dass Planetary Health sich in vielen Fächern widerspiegelt, also im ganzen Curriculum. Das hatte der Michael vorher gesagt. Praktisch die Vision von dir ist, dass in Mannheim das sich durch durch das ganze Curriculum, durch das ganze Studium durchzieht. Und ich denke, wenn man genau die Fächer durchdekliniert, dann findet man ganz viele Fächer, wo das eigentlich hineingehört. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der sowieso ansteht für dieses Studium und viele andere Studien, ist dieses Verhältnis von Inhaltvermittlung zu Kontextualisierung und dann Übersetzung in Handlung. Und ihr wisst, dass in den meisten Studiengängen stark sind in Inhaltsvermittlung. Die sind nicht sehr gut in der Kontextvermittlung und auch nicht unbedingt gut in der Befähigung zum transformativen Handeln. Das ist aber das, was gefragt ist. Und interessanterweise gibt es eine Lancet Commission für Medical Education in der Zukunft von 2010, die genau das in den Mittelpunkt stellt. Das kann ich euch auch noch vielleicht, können wir auf die Seite stellen. Also es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass das, was wir jetzt hier versuchen anzustreben mit Kontextualisierung, Reflexionsfähigkeit, Eröffnung von Handlungsspielräumen und dann transformativem Handeln, dass das eigentlich im Kern von dem ist, was die Experten sagen, wo sich die Bildung hinentwickeln muss, auch jenseits von Planetary Health. Ich glaube, auch im Moment haben wir deswegen ein Gelegenheitsfenster, weil durch die Corona-Krise ja deutlich ist, dass die bestehenden Formate zum Teil ähnlich funktionieren. Da ist auch eine größere Offenheit zu experimentieren und teilweise auch wie eine Neugier nach dem, wer gut damit umgehen kann. Und das spürt ihr ja wahrscheinlich, dass einige der Formate, die wir am entwickeln sind, sind am oberen Ende der Lernkurve von dem, was möglich ist. Das heißt, wir experimentieren da ganz viel und auch dieser Experimentiergeist passt unbedingt in unsere Zeit hinein. Deswegen denke ich auch für den Ausblick nach vorne, dass ich mir im nächsten Semester vorstellen kann, dass es auch viele Hybridversionen zwischen Präsenz und Online gibt, weil wir auch nicht wissen, wann müssen wir wieder in den Lockdown, wann müssen wir vorsichtiger sein, wann ist es offener. Ich glaube, es gibt viele Hybridversionen von wo wir Videos verwenden, um zum Beispiel, was weiß ich, einen Vortrag von der Sabine Gabrisch über Planetary Health einzuspielen und dann zu diskutieren. Also wir müssen nicht immer jedes Mal den gleichen Vortragenden haben. Die Frage ist dann, wie man das sozusagen reflektierbar und,
macht und vernetzt mit dem, was die Menschen beschäftigt. Vielleicht auch nochmal als eine Erinnerung, wir haben ja letztes Jahr den Lancet Countdown Policy Brief gemacht, wo eine der drei Kernempfehlungen war, dass es in allen Studiengängen aus Fort- und Weiterbildung integriert werden soll. Das ist immerhin vom Helmholtz-Institut, von PIC, von der Charité und von der Bundesärztekammer und vom Lancet unterschrieben. Also auch das als Referenz dann, wenn ihr irgendwo hingeht, das ist ja nicht ihr nur, das haben wir uns nicht nur überlegt, sondern es ist eindeutig anerkannt als eine Priorität. Und es beginnen jetzt auch mit den Ärztekammern ganz intensive Prozesse darüber nachzudenken, wie wir es in der Weiterbildungsordnung verankern und wie wir Fortbildungsmodelle hochfahren. Und in der Arbeitsgruppe, in der ich selber auch drin bin, von der Bundesärztekammer, ist es ganz klar als eine der Prioritäten, die wir dieses Jahr schon umsetzen wollen. Das heißt, wenn ihr argumentiert in den Hochschulen, macht es mit dem Rückenwind vom Lancet, vom Helmholtz, ihr sprecht sozusagen mit für uns. Und ich glaube auch, dass viele von der Zurückhaltung, die vielleicht noch vor 6 oder 12 Monaten da waren, dass die sich langsam zurückgehen und dass es da sehr, sehr schnell möglich ist, vieles zu tun. Wir sind jetzt ja gemeinsam überlegen, was machen wir aus der Lernerfahrung von Planetary Health Academy fürs nächste halbe Jahr. Und sind überlegen an 2 Strängen. Das eine ist eben, was machen wir innerhalb von Deutschland? Wie machen wir wieder Vorlesungen? Aber auch, wie gibt es diese Hybridversionen? Wie stark könnt ihr mit uns zusammen das an den Hochschulen verankern? Wie kann man vielleicht auch mal mit der Studiendekankonferenz oder solchen Leuten direkt sprechen? Ist also auch nochmal strategischer positionieren. Und die andere Frage ist, was davon können wir einspeisen sozusagen in die globalen Curricula, weil wir eben auch zurückgemeldet bekommen haben, dass das, was wir hier jetzt als Experiment am Laufen haben zu Planetary Health, dass es das bisher in der Größenordnung in keinem anderen Land gibt. Also aber klar ist, dass das ja von der Relevanz her sehr hoch ist. Auch das, denke ich, ist wichtig, sozusagen mit dem Kopf zu behalten. Alles, was wir jetzt an Experimenten machen, wird direkt einspeisen, ist das, was sich im weltweiten Netzwerk tut. Und ich finde, das ist auch was sehr inspirierendes, einfach zu wissen. Ich bin hier nicht alleine in München, sondern praktisch, wir tun das. Und jeder, der sozusagen eine Häufigkeitsverdichtung initiiert und lostritt, schafft damit wieder für andere neue Möglichkeitsräume. Und das, was ich heute gehört habe, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Deswegen Chapeau an alle und ich freue mich sehr auf das, was heute noch entsteht und was wir in den nächsten Monaten und vielleicht im nächsten halben Jahr miteinander machen. Ganz toll.